Alarmiert wurde zu einem Gebäudebrand mit Menschenrettung. Das für die Feuerwehr immer ein sehr brenzliges und auch hochbrisantes Stichwort ist, mit Menschenrettung. Ein Feuer in der Küche.
wir sind hier in Metzingen, innerer Grund. Da sind wir alarmiert worden zu einem Gebäudebrand mit Menschenrettung. Das für die Feuerwehr immer ein sehr brenzliges und auch hochbrisantes Stichwort ist mit Menschenrettung. Sind dann hier angefahren und haben das Gebäude vorgefunden, stark verraucht. Ein Feuer in der Küche, das sich auch auf die Küche begrenzt hat. Allerdings der Rauchschaden im Gebäude sehr immens ist. Was war mit den Personen im Gebäude? Die Personen waren bei unserem Eintreffen bereits aus dem Gebäude draußen. So mussten wir Gott sei Dank keine Menschenrettung mehr durchführen. Was wir noch gemacht haben, wir haben ein Meerschweinchen gerettet und sind dann noch das Gebäude durchgegangen nach einer Katze, die aber vermutlich vor unserem Eintreffen schon die Flucht ergriffen hat. Gott sei Dank. Wie sieht es aus mit den Bewohnern? Ist jemand verletzt worden? Die Bewohner sind Gott sei Dank rausgekommen, sind zwei wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht, aber mit keinen schwerwiegenden Verletzungen. Gab es sonst irgendwelche Besonderheiten oder Herausforderungen für die Feuerwehr hier an der Einsatzstelle? Eigentlich keine. Es ist für uns, dann hat sich Gott sei Dank für einen Standardeinsatz im Küchebrand entwickelt, den wir sehr schnell und sehr professionell abgearbeitet haben. Mit wie vielen Kräften sind Sie denn im Einsatz? Wir sind hier jetzt insgesamt mit 52 Mann Feuerwehr. 12 Fahrzeugen insgesamt und rettungsdienstmäßig? Wir sind mit 22 Einsatzkräften, sowohl Regelrettungsdienst als auch aus dem Ehrenamt mit der Bereitschaft Metzingen und als Kreisbereitschaftsleitung hier fort. Vielen Dank. Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like sehr freuen. Selbstverständlich, falls noch nicht geschehen, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um zukünftig keine weiteren Inhalte mehr zu verpassen. Und wie immer dürft ihr anschließend jetzt unter dem Video eure Kommentare kundtun, euch austauschen oder eure Fragen stellen.